Aber schreibt auf jeden Fall mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet, von Enduro-Dual-Vlogs. Das würde mich mal echt interessieren. Sagt ihr, okay, das ist mega geil? Oder sagt ihr so eher, nee. Deswegen unbedingt mal unten in die Kommentare schreiben, würde mich mal echt mega interessieren. Ah, ich liebe diesen Roller einfach. Ja, Leute, was geht ab? Euer Harzwader hier wieder am Start und heute bin ich mal wieder mit dem wunderschönen Aprilia-Roller unterwegs. Das letzte Video, für alle, die es gesehen haben, da konntet ihr abstimmen, ob ich den Roller weiß oder schwarz mache. Und ja, ich habe es mir schon fast gedacht, die eine Hälfte ist ungefähr für weiß und die andere Hälfte für schwarz. Und ja, jetzt stehe ich hier vor der Frage der Frage, wie mache ich den Roller? Aber ich denke, ich habe mich schon entschieden. Ich denke mal wirklich, ich mache den Roller wieder weiß. Und zwar aus dem Grund, weil der vorher einfach mega geil aussah. Ich habe ja die Husqvarna, die mega krass auffällig ist, und die BMW, die mega krass auffällig ist. Und da habe ich mir gedacht, okay, man könnte den Roller jetzt auch noch krass auffällig machen. Aber ich habe mir gedacht, ich will wenigstens ein einziges Fahrzeug haben, was mal ein bisschen schlicht ist. Also habe ich mir gedacht, ich mache den Roller wieder weiß, dass das schön schlicht ist, und dann setze ein paar Akzente mit ein paar Farben. Mal gucken, welche Farbe ich da nehme. Und dann, ja, bei Schwarz weiß ich nicht. Ich meine, ist auch eine mega geile Farbe, aber es fahren einfach so viele Leute Roller. Aber es fahren einfach so viele Leute in schwarzen Roller. Und weiß ist gar nicht so oft. Also ich sehe ganz selten wirklich einen Roller, der komplett weiß ist. Und deswegen denke ich mal, dass ich den auch wieder komplett weiß mache. Ich muss mal gucken, ich denke mal, jetzt nächsten Monat werde ich den Umbau machen, also neue Verkleidung. Dann habe ich ihn gerade noch gesehen, dass die Motoraufhängung, da sind auch so Gummilager so gesehen drin. Und die sind auch ziemlich verschlissen, denn der Motorblock allgemein ist ziemlich locker hinten in der Aufhängung drin vom Fahrgestell. Ich denke mal, dass die Gummilager so gesehen verschlissen sind. Und deswegen müssen auch unbedingt neue rein. Aber das mache ich dann alles nächsten Monat. Ich mache dazu noch Videos. Denn wie gesagt, neue Verkleidung. Dann muss auf jeden Fall die Gabel, die muss im Service hin, denn die ist auch ein bisschen undicht. Da muss, man müssen neue Simmerringe rein und neues Öl mal drauf. Und dann ist der Roller für die nächste Saison wieder richtig startklar. Was ich auch noch nachgucken muss, ist die Tankanzeige, die spinnt echt. Mal ist sie voll, dann mal wieder halb voll. Seht ihr, die springt echt mega krass hin und her. So ein Balken, das ist ja mal normal, dass ein Balken hin und her springt, aber die springt teilweise zwei, drei Balken hin und her. Das ist schon echt manchmal echt komisch. Man merkt jetzt voll, dass echt der Winter jetzt kommt. So der Herbst ist irgendwie komplett ausgeblieben. Wir sind direkt von Sommer auf Winter, das ist schon krass. Ja, ich habe meine Handschuhe vergessen. Ist doch arschkalt, ey. Aber ich drehe heute nur eine kleine Runde. Achso, und dann wollte ich noch was ansprechen. Und zwar kommt bald ein neues Format auf meinem Kanal. Also ein neues Enduro-Format, so gesehen. Und zwar schickt mir die Firma Sena, kennen bestimmt viele, jetzt das neue 10C Pro zu. Und dann kann ich endlich Dual-Vlogs machen. Viele kennen das ja zum Beispiel bei Blackout, der macht jetzt ziemlich oft Dual-Vlogs. Mega geil. Und ich will sowas jetzt auch machen, bloß nicht auf der Straße. Okay, auf der Straße ab und zu auch mal, aber ich will jetzt größtenteils auf der Enduro-Strecke machen. Das hat bis jetzt noch keiner gemacht und ich denke mal, dann werden die Videos auch um einiges lustiger. Ich bin mal echt gespannt, wie das dann ankommt bei euch so. Und es kommt auch ein neues Logo. Ich hoffe, dass ich das schaffe, dass bis zum 1. November das neue Logo auch als Merch zu kaufen gibt. Denn das ist eher so ein Gemeinschaftslogo, was jetzt neu rauskommt. Also da steht auch nirgendwo Harzwader oder irgendwas drauf. Oder auch nicht das alte Helmlogo, sondern das ist ja bald so ein, wie so ein Spruch. Nein, es ist auch nicht wie ein Spruch. Es sind einfach nur zwei Wörter. Aber das ist so ein Gemeinschaftslogo einfach.
Gerade weil ich mit meinen Freunden in letzter Zeit mega viel Enduro fahren und wir so eine richtige, ja, Gemeinschaft geworden sind, so ein Team so gesehen. Und wie gesagt, mal gucken, ob ich schaffe, dass es zum 1. November rauskommt. Wäre ja geil. Aber schreibt auf jeden Fall mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet, von Enduro Dual Vlogs. Das würde mich mal echt interessieren. Sagt ihr, okay, das ist mega geil? Oder sagt ihr so eher, nee. Deswegen unbedingt mal unten in die Kommentare schreiben, würde mich mal echt mega interessieren. Ah, ich liebe diesen Roller einfach. Ja, dann wollte ich auch noch was ansprechen. Dieses Jahr kamen ja echt wenige Vlogs mit der BMW, wenige Vlogs mit Opa Titi, auch nicht so viele Fischteich-Vlogs. Dazu wollte ich mal ein bisschen was sagen. Und zwar lag das einfach dieses Jahr dran, dass ich nicht so viel Zeit hatte. Und das wird auch leider noch ein halbes Jahr fast so weitergehen, dass ich echt nicht viel Zeit habe, um Videos zu machen. Deswegen, die kenne ich doch bestimmt. Na klar. Das liegt einfach daran, jetzt bin ich voll raus irgendwie. Auf jeden Fall liegt es daran, dass ich einfach ja zurzeit noch meinen Bergbautechniker mache. Viele wissen das ja, dass ich den seit anderthalb Jahren schon mache. Und jetzt startet so langsam das letzte halbe Jahr. Es geht bald los, dass wir uns auf die Prüfungen und so vorbereiten. Und ja, ich muss mich da echt ein bisschen auf den Arsch setzen. Denn das ist schon wichtig für mein Leben. Ich will das unbedingt schaffen, den Bergbautechniker. Ja, und wie gesagt, jetzt in einem halben Jahr habe ich bald Abschlussprüfungen und bis dahin, ja, muss ich leider wirklich, ja, man könnte bald 0815 Videos raushauen, die auf der Schnelle gemacht sind. Es tut mir wirklich leid, aber Schule geht nun mal vor, Schule steht vor YouTube, denn YouTube ist zwar schön und toll, aber mein Leben baue ich auf meinem Beruf auf. YouTube ist für mich immer noch ein reines Hobby und das soll auch so bleiben. Deswegen geht das einfach mit der Schule vor. Aber dann nächstes Jahr, wenn ich fertig bin im Juni, ab dann könnt ihr euch freuen, dann kommen richtig geile Videos, weil dann habe ich wieder richtig viel Zeit und dann will ich auch echt wieder mega viel Zeit in YouTube reinstecken und auch einiges verändern, weil ich die Zeit dann einfach dafür habe. Und da geht es dann auch mit dem Käfer endgültig weiter. Viele fragen ja immer wegen dem Käfer. Da kommen zurzeit einfach keine Videos, weil ich einfach keine Zeit habe. Ich habe einfach keine Zeit und viele wissen ja, so ein Käfer, das ist nicht einfach so, wo du mal 2-3 Stunden in der Woche dran rumschraubst, weil den sitzt du jahrelang dran. Da musst du wirklich richtig viel Zeit haben, dass du da innerhalb von ein paar Monaten das Ding fertig machst. Und dann kommt nächstes Jahr auch noch was richtig Geiles. Ich habe schon mehrmals im Livestream nachgefragt, ob ihr dazu Lust habt. Und zwar soll nächstes Jahr die Serie kommen oder so gesehen Serie. Ich sage jetzt einfach mal Serie dazu. Und zwar die Harzis bauen, so gesehen. Manche haben es ja, wie gesagt, mitbekommen. Eiko und ich wollen nächstes Jahr ein Haus bauen. Also ein Haus kaufen oder ein Haus bauen, je nachdem, mal schauen. Aber ich denke mal eher, es läuft darauf hinaus, dass wir ein Haus bauen. Jetzt blinkt da irgendwas. Hä? Und ja, das wollte ich halt. Und da wollte ich halt YouTube-Videos drüber machen, wie Harzi und Eike ihr Haus bauen. Ich denke mal, das ist auch mega lustig und ich denke mal, da werden wir bestimmt ein paar geile Videos zusammen hinbekommen. Aber dann wird jetzt nicht jeden Tag nur irgendein Hausbauvideo kommen, sondern so ab und zu mal ein Hausbauvideo. Und da kommt dann auf jeden Fall mein Gamerzimmer dann auch richtig rein. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist eine richtig geile Garage, wo ich dann endlich mal alle Fahrzeuge bei mir zu Hause stehen habe und nicht alle quer verteilt. So bei Toni steht was, bei meinen Eltern steht was rum, sondern dann kann ich alles endlich zu Hause parken. Aber wie gesagt, dazu kommt demnächst ja mehr. Jetzt zählt erstmal die Schule schaffen und danach habe ich, wie gesagt, wieder viel Freizeit und dann können wir auch wieder richtige Projekte angehen. Und deshalb möchte ich wirklich an vielen einfach mal Danke sagen, die trotzdem noch aktiv sind. Ich weiß selber, dass manche Videos gar nicht so spannend sind und ja, vieles dies ja nicht kam, aber nächstes habe ich wieder Zeit, wie gesagt. Deswegen danke für alle, die trotzdem treu bleiben und trotzdem regelmäßig auf die Videos gucken. Finde ich echt cool. Ich denke mal, ich werde da demnächst auch mal so ein kleines Gewinnspiel machen, wo ich mal so ein paar
Gewinner ziehe, und zwar Gewinner, die häufig auch kommentieren unter den Videos. Da gibt es wirklich viele Leute, die sehr aktiv sind, und ich finde, die sollte ich auch einfach mal belohnen für ihre Aktivität. So, jetzt bin ich aber weg. Bei mir ist arschkalt. Wenn euch das Video gefallen hat, auch wenn es diesmal nur viel Gelaber war hier, würde ich mich trotzdem über ein Like und einen Kommentar freuen, wie gesagt. Und ich sage einfach mal bis zum nächsten Video. Also bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.